Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Wir sind wieder zurück in Khabdun, nachdem wir beim letzten Mal nochmal in der Nähe von Adea beim guten Jack vorbeigeschaut haben und ihm dort um das Gold der Rebellen erleichtert haben. Und ja, beim letzten Mal sind wir hier in Khabdun angekommen und haben erfahren, dass wir nicht zum obersten Ork vorgelassen werden, der was über Xardas wissen könnte, sondern wir müssen uns erstmal ein bisschen Ruf bei den Orks erarbeiten, und das machen wir auch gleich wieder. Aber zunächst möchte ich jetzt noch die Truhe des Alchemisten ausnehmen, denn wir haben auch in der letzten Folge endlich ein bisschen was für unsere für unsere Diebeskunst getan und können jetzt die Truhe ausnehmen. Und da haben wir immerhin, 510 Gold. Jetzt nichts Riesiges, aber immerhin ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, machen wir uns... Halt! Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Der Proviantmeister Deckard freut sich über die Tränke. Gut gemacht. Ja, super. Ich soll Urkras seine Waren zurückbringen. Wo ist das Problem? Ja. Weißt du, wo ich sie finden kann? Nein, aber es treiben sich eine ganze Menge Rebellen und Banditen in den Wäldern herum. Vielleicht gehst du einfach mal an der Küste entlang. Es muss ja irgendwo Spuren geben. Ja, da hast du recht. Was sind das für Waren? Keine Ahnung. Ich vermute, der übliche Nachschub. Die komplette Küstenregion wird zurzeit durch Waren aus dem Mittelland versorgt. Na gut, okay. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben ja da noch ein paar, beziehungsweise wir hatten da ja noch einen Typen, mit dem wir reden konnten. Mal sehen, was der noch so zu sagen hat. Und zwar Cyrus. An deiner Stelle würde ich direkt wieder verschwinden. Warum? Hier ist nichts los, Mann. Kein Gold, keine Frauen und der Schnaps ist auch ständig alle. Kannst du dir das vorstellen? Nachtwache ohne Schnaps? Ja, echt schlimm. Das Einzige, was für Abwechslung sorgt, sind die Arena-Kämpfe oben am Turm. Ja, um die kümmern wir uns gleich. Jammerst du immer so viel? Gib mir eine Flasche Schnaps und wir zwei werden die besten Freunde. Deckard rückt ja nichts raus, der geizige Hund. Ja, ich glaube, Schnaps habe ich gerade noch. Was würdest du lieber machen als Nachtwache schieben? Einen ordentlichen Kampf mit der Banditenplage ausfechten wäre genau das Richtige. Was genau meinst du? Noch nie von Ortega gehört? Oh doch. Er ist der Boss der Banditen in der Küstenregion. Ziemlich harter Haufen, diese Banditen. Würde da gerne mal aufräumen. Na gut, vielleicht machen wir das ja noch. Wir müssen uns ja noch ein bisschen Ruf bei den Orks erarbeiten hier. Ich habe hier eine Flasche Schnaps für dich. Genau das, was ich jetzt brauche. Danke, Mann. Alles klar. Super, okay, jetzt können wir ihn mitnehmen und Banditen jagen gehen. Aber wir sind ja erstmal noch so ein bisschen hier in Khabdun unterwegs und schauen uns mal noch hier ein bisschen um. So, ich müsste jetzt auch genug Wolfsfälle ja inzwischen haben. Klauen will ich erstmal kurzzeitig nichts mehr. So, wen haben wir denn hier? Ein Schweinescheiße-schippenden Typen. Was ist los? Noch nie jemanden Schweinescheiße schippen sehen, oder was? Und lass das dämliche Grinsen, klar? Du warst nicht immer ein Schweinehirt, oder? Wer ist schon das, was er vor dem Krieg war? Frag doch mal alle Menschen, die noch nicht aufgegeben haben. Ich gehörte zur Miliz dieser Stadt vor dem Krieg. Enos weiß, was ich für die gute alte Zeit alles geben würde. Oho, Menschen, die noch nicht aufgegeben haben? Das klingt doch ganz gehörig nach einem Rebellen. Aber wir fragen erstmal noch... Warum machst du nicht etwas anderes als Scheiße schippen? Warum wohl? Die Orks haben mich dazu verdonnert. Ich hab dir gesagt, du sollst das dämliche Grinsen lassen. Aber wie gesagt, der hat gesagt, er hat noch nicht aufgegeben. Du gehörst zum Untergrund der Rebellen. Rebellen? Dieses Wort ist mir zuwider. Wir sind einfache Bürger, die sich nicht in ihrem eigenen Land unterwerfen lassen wollen. Okay, also erstmal sagen wir ihm... Javier schickt mich. In Redoc warst du also auch schon. Gut zu wissen, dass es Redoc überhaupt noch gibt. Danke für die Nachricht. Bitte, bitte. Wie kann ich euch unterstützen? Das Leben hier draußen ist nicht ungefährlich. Also, wen soll ich töten? Nein, du sollst uns Waffen besorgen. Nichts Besonderes. Einfach 3 Bündel Waffen. Ja, schon wieder. Wann steigt die Revolution? Alleine schaffen wir das nicht. Die Orks sind in der Überzahl. Ein ziemlich starker Paladin namens Wenzel wird oben im Leuchtturm gefangen gehalten. Mit seiner Unterstützung würde ich das Wagnis eingehen, die Orks hier in Khabdun anzugreifen. Na gut, schauen wir mal, ob wir nicht mal zu diesem Paladin kommen.
Ob wir die hier natürlich eine Revolution steigen lassen wollen, ist natürlich noch die Frage. Das werdet natürlich wieder, wie ihr das von mir gewohnt seid, dürft natürlich das später ihr wieder entscheiden. Aber dazu wird noch was kommen, gemäß, entsprechend, wenn es soweit ist. So, hier oben sollen ja noch ein paar Heilpflanzen sein, haben wir auch gehört. Ich würde nämlich ganz gerne noch die Heilpflanzen für diesen komischen Alchemisten da unten einsammeln. Oh ja, hier stehen eine Menge Heilpflanzen rum. Das sollte für den Typen da unten reichen. Ich will eigentlich gar nicht so viele Heilpflanzen weggeben, weil ich würde die gerne selbst zu Tränken verarbeiten, aber gut. Oh, eine Höhle. Muss ganz ehrlich sagen. Ach doch. Ach, schade, es sind keine. Ich dachte schon, jetzt habe ich jetzt ein Nest von Kronstöckeln gefunden, aber das waren leider keine Kronstöckel. Schade. Es waren nur Kronstöckel-ähnliche Teile. Und die bringen ja nichts, bekanntlich. So, Heilpflanzen. Hübscher Soundtrack gerade, so ein bisschen chillig. Oh, hier scheint ein Friedhof zu sein. Wahrscheinlich die, die im Krieg gestorben sind. Ist die Frage, ob das Menschen oder Orks sind, die hier begraben wurden. Aber wenn die Orks hier an der Macht sind, sind das wahrscheinlich die Orks. Weil warum sollten die Orks Menschen begraben, ne? So, das sollte an Heilpflanzen dann auch reichen. Und dann schauen wir mal, hier oben soll es eine Arena geben. Vielleicht können wir uns ja wieder ein bisschen in der Arena prügeln. Oh, da ist noch eine Heilpflanze. Die nehme ich alle mit. Hey, und noch ein Wolfsfell. Ich glaube, wir haben inzwischen locker 10 zusammen. Noch eine Heilpflanze. Und dann schauen wir mal, bevor wir uns in der Arena mit den Leuten messen, ob wir nicht mit dem Paladin reden können. Halt! Keinen Schritt weiter! Hey, aber ich möchte gerne... Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ja, verdammt. Na gut, dann halt nicht. Sammle ich halt noch die Heilpflanzen ein. Und schau dann mal, ob ich mich hier nicht ein bisschen prügeln kann in der Arena. So, wer möchte mich herausfordern? Du vielleicht? Kurz speichern. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Ja, eigentlich schon. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang will ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Ja gut, dann tun... machen wir mal. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Ja, das ist mir bekannt. Gut, nach dem anderen fragen wir gleich. Kümmern wir uns erstmal um den Typen da. Die Arena hat keinen Rand, das gefällt mir nicht. Das muss ich sagen. Das Problem ist, dass man hier ganz schnell die Arena verlassen kann, ohne es wirklich zu wollen. Sowas gefällt mir nicht. Weil für ihn zählt es natürlich nicht, wenn ihr die Arena verlässt. Hallo, warum leckt es denn gerade so? Danke. Danke, dass du dich wieder beruhigst, ja. Willst du nicht die ganze Zeit stechen? Jetzt komm doch mal wieder in die Arena hier rein, mein Freund. Damit wir auch kämpfen können. Alter, lass mich gefälligst in Frieden. Oh nein, nicht ernsthaft. Ich hasse das. Das hasse ich an dieser Arena. Ich lade jetzt einfach, also ich meine, normalerweise würde ich Arena-Kämpfe nicht laden, weil Arena-Kämpfe sind, entweder man schafft's oder man schafft's nicht, aber das ist einfach nur unfair, wie ich finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es persönlich ja einfach nur unfair, weil er hat die Arena genauso verlassen. Gut, ich meine, ich habe ihn rausgedrängt. Kann man natürlich jetzt auch sagen, dass das unfair war. Aber ich meine, ich will ja weiter auf ihn einprügeln und nicht jedes Mal eigentlich warten, bis er wieder in der Arena ist. Das ist ja auch nicht gerade die fair mir gegenüber. Aber mal gut, was soll man machen? Gut, kloppen wir uns halt nochmal mit dir. Zeig mal, was du drauf hast. Passe ich diesmal ein bisschen mehr auf, aber ich hatte es schon fast gedacht. Natürlich läuft der Kampf diesmal ein bisschen schlechter. Kann ich dich irgendwie stechen? Oh, schön. Aber ich kann dich nicht umhauen, weil ich noch nicht stark genug bin dafür. Beziehungsweise du zu stark bist für mich. Lass dir das nicht bieten! So, wieder zurück. Ah, es war zu spät. Es hätte klappen können. Mist, das war zu früh. Acht auf deine Deckung. Also man kann ja durch den Schild prinzipiell durchkommen, aber man muss zur richtigen Zeit angreifen. Schön. Und voll drauf. So, jetzt kriege ich dich auch, mein Freund. Na also. Und diesmal nicht aus der Arena gelaufen. So, schön. Ein bisschen Fleisch essen. Und dann warten wir, bis er wieder aufsteht. Ja, wie gesagt, ich mag es einfach nur nicht, wenn ich betrogen werde, quasi in der Arena. Sonst würde ich niemals laden bei Arena-Kämpfen. Finde ich, gehört sich nicht.
Aber das ist ja, wie gesagt, nicht meine Schuld. Richtig fertig. Du Mistkerl, bist verdammt gut. Ich Respekt. Weiß. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Tja, das glaube ich. Kannst du bitte die Arena verlassen? Ich würde gerne einen weiteren Kampf austragen. Du hast gewonnen. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Ja, okay. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Jetzt würde ich aber gerne erstmal wissen, was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert. Verlierer bekommen gar nichts. Na gut, das war irgendwie klar. Warum sollten die Verlierer auch was kriegen? Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Okay, und wer ist dein bester Kämpfer? Darmrock, der Typ da vorne. Na gut, schauen wir doch mal. Wie gesagt, ich speichere einfach bloß aus Sicherheit. Oh, der hat ein ziemlich fettes Schwert. Ich schleich nicht rum, ich... Oh, den kann ich sogar umhauen. Wie geil. Und das soll dein besserer Kämpfer sein? Der ist ja schlechter. Den kann ich ja super leicht umhauen. Ist gerade irgendwie zu einfach. Na komm her, komm her, komm her. Oh, das hätte ins Auge gehen können. Weil diesen Schlag von oben, den kann ich nicht blocken. Ohne Schild. Ja, er ist auch wirklich blöd. Also das soll dein bester Kämpfer sein, da fand ich den vorher ja deutlich schwieriger. Der läuft aber auch immer rein. Hallo, wie blöd bist du eigentlich? Hier bin ich. Oh. Schade. Komm, ich stech dich nieder. Ja, Glück. Vollkommen. Der Typ ist immer wieder in meine Waffe reingelaufen. Was kann ich denn dafür, wenn er so doof ist? So, warten wir, bis er aufsteht. Da brauche ich mich nicht mal heilen, ey. Und da kriege ich jetzt auch noch ein Schwert als Belohnung. Ich finde das schön. Wenn er dann jetzt mal bitte aufstehen würde, der gute Mann. Hallo. Stehst du bitte auf? Bitte. Sei so nett. Sei bitte so nett, danke. Beim nächsten Mal kommst du nicht so glimpflich davon. Ja, ja. Gut gekämpft, Fremder. Ja, super. Gut, da hat er mir viel gesagt noch. Ich habe gewonnen. Ja. Du hast gut gekämpft. Es gibt keinen mehr, der gegen dich antreten will. Du bist der Champion. Bekomme ich einen Preis? Ja, dieses Schwert. Trage es mit Stolz. Es ist eine gute Klinge. Na gut, was haben wir denn bekommen? Ein Breitschwert. Ach so, das können wir gar nicht anlegen. Wir haben zu wenig Stärke. Es ist prinzipiell okay, es hat 10 weniger, aber es hat keinen Ork-Töter. Also es ist wahrscheinlich stärker gegen alles, was kein Ork ist, aber der Ork-Töter ist wahrscheinlich sogar noch besser gegen alles, was ein Ork ist. Würde ich jetzt einfach mal so interpretieren. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir runter, geben dem komischen Alchemisten seine Heilpflanzen. Und dann gehen wir mal draußen Wölfe jagen, würde ich sagen, diese hungrigen Wölfe. Aber erst, wenn wir dementsprechende Sachen geskillt haben. Hallo, ganz ruhig, mein Freund. Häng dich wieder hin. Ich habe die Heilpflanzen, die du wolltest. Und die kann ich auch gut gebrauchen. Bring mir was über Alchemie bei. So, was kannst du mir denn? Waffen vergiften. Prinzipiell eine nette Sache, aber würde ich eh nie nutzen. Mana-Tränke, permanente Tränke wären natürlich toll, aber wir haben eh noch kaum irgendwas, wo sich das lohnen würde. Verkauf mir deine Tränke. Gut, dann lass mal sehen, wie viel Gold du hast. Was hast du denn? Oh, vergiftete Pfeile. Das wäre schon wieder interessanter. Ah, du hast jetzt nicht wirklich irgendwie große Sachen. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt als erstes zu dem Jäger nach vorne und lassen uns was beibringen und machen dann Jagd auf die hungrigen Wölfe. Das ist, denke ich, die beste Sache. So, mal schauen, was wir alles lernen können. Das Problem könnte sein... Lernpunkte werden wir wahrscheinlich sogar genug haben. Das größte Problem dürfte wahrscheinlich unser Geld sein. Haben wir noch was zum Verkaufen? Naja gut, wir haben hier noch so eine Waffe und da noch so ein paar Mini-Waffen, aber... Gut, wir haben noch ein... Oh, wir haben ein Schädelschild. Den könnte man natürlich jetzt behalten, aber der wäre natürlich auch unglaublich wertvoll. Ich glaube, den verkaufe ich jetzt einfach. Ich glaube, ein Schädelschild können wir später uns immer noch mal holen. Also das sind jetzt zwar doch... ganz gute Schilder, aber jetzt nicht die, naja, wo du sagst, jetzt der Mega-Schild zum Maler abgenutzt ist. Von daher, und da wir eh noch kein Schild führen können,
würde ich sagen, lohnt sich das nicht, den jetzt auf den Schild zu warten. Verkaufen wir den lieber, der bringt eine Menge Gold. Zeig mir deine Ware. Da haben wir vielleicht auch genug, um das Breitschwert. Das behalte ich mal, falls wir genug Stärke bekommen irgendwann. Sollte ja. Ich könnte natürlich auch die Bolzen kommen, das gibt nochmal 55 Gold. Hier, Schädelschild, schön. Zack. Na also, 2000 Gold. Das ist schon eher was, da sage ich schon eher, das gefällt mir. Jetzt haben wir 5000 Gold, mal schauen. Ich glaube zwar nicht, dass das reicht, um alles zu lernen bei dem Typen mit dem Jagdgeschick, weil ich würde wirklich gerne halt hier alle Sachen lernen, aber gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Diese Schweine, was die für Geräusche machen. Na gut, wie Schweine halt, aber... Gut, da war schon wieder so ein hungriger Wolf, habe ich im Augenwinkel gesehen. Aber wie gesagt, um die kümmern wir uns gleich. Ich möchte... Ja, die kommen mir aber gefährlich nah, die Viecher. Ich möchte erst was lernen. Ach so, übrigens. Ich suche einen Sklaven. Sehe ich aus wie ein Sklavenhändler? Er heißt Harek. Er kommt aus Kapdun. Also an meiner Hütte ist keiner vorbeigekommen. Wahrscheinlich ist er immer noch in der Nähe der Stadt. Hm, na gut, dann können wir ja mal gucken. Hier. Das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Na also. Bring mir was über die Jagd bei. Dann zeig mal, als erstes möchte ich das hier nehmen. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, wir brauchen erst lautloser Jäger. Kann ich das schon lernen? Das habe ich mir schon noch gedacht, dass ich das brauche. Dazu bist du noch nicht bereit. Und dafür brauche ich noch 13 Mal Jagdgeschick. Nur weiter so. Weiter so. So. Gut. Weiter so. Weiter so. Ja, ich hab's kapiert. Wie kann ich mich an Wildtiere heranschleichen? Das ist schon was anderes, als sich an Menschen heranzuschleichen. Die Pirsch macht es überhaupt erst möglich, in die Reichweite eines Wildtieres zu kommen. Schleich dich immer von hinten an. Und glaube ja nicht, dass die Tiere dich nicht wittern können. Kommst du zu nahe, ist es vorbei. Also ist die beste Waffe für die Jagd immer noch der Bogen. Ja gut, das ist mir schon irgendwie klar. So, kann ich jetzt? Dazu bist du noch nicht bereit. Da fehlen mir natürlich nochmal 10 Punkte. Gut so. Gut. So, dann jetzt bitte. Wie kann ich den Viechern das Fell abnehmen? Schneid die Beute auf und zieh das Fell mit einem Ruck ab. Wichtig ist vor allem, immer von hinten nach vorne. Wenn du den Bogen einmal raus hast, ist es kein Problem. Den Bogen, versteht ihr? Wegen Jagen. das würde ich als Zeig nächstes mir, wie gerne ich den wissen. Bestien Zähne, Krallen und Hörner abnehme. Du musst vor allem darauf achten, dass die Scheiße nicht absplittert. Ramm dein Messer tief in das Fleisch und lege die Trophäe frei. Wenn du tief genug bist, dann hebelst du sie heraus. Gott, das klang ja blöd. Dazu bist du noch nicht bereit. Oh, noch 5 Punkte. Na gut, das geht. Das dürfte ich gerade noch haben. Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien sind zähe Mistviecher. Wenn du die Haut lösen willst, schneide sie vorsichtig an. Dann ziehst du sie von hinten nach vorne ab. Aber mach es ganz langsam. Gut, dann habe ich jetzt das gelernt, was ich prinzipiell erstmal lernen will. Ich kann noch mal eine Sache schnell machen. Und zwar, ich habe ja noch hier ein paar Wolfsfälle über gehabt. Die kann ich immer mal schnell verkaufen. Da habe ich nichts mehr, nee. Und zwar, das heißt, ihr könnt jetzt entscheiden, also könnt ihr ja mal unter dieses Video schreiben, worein wir uns jetzt spezialisieren wollen, ob wir den Magieweg nehmen wollen, den Kampfweg oder ob wir uns weiter aufs Jagen spezialisieren wollen. Könnt ihr, wie gesagt, jetzt entscheiden. Ich nehme den Bogen mit, weil er ist kostenlos. So, da war noch eine Flammenbeere, die nehme ich mir mal noch schnell mit. So, und dann kümmere ich mich um diese hungrigen Wölfe da. Und da drüben sind auch noch welche. Na gut, schauen wir uns erstmal die hungrigen Wölfe an. Und da wir jetzt ja auch ein bisschen mehr Jagdgeschick haben, dürften wir auch ein bisschen mehr Schaden machen. Voll in den Arsch geschossen. Na komm schon. Geh mir nicht auf den Sack, blöder Wolf. So. Ums Schwert kommen wir leider immer noch nicht herum. Gut. So, und den können wir nämlich jetzt schon Felle und Krallen abnehmen. Also nicht schlecht. Und vielleicht, wenn wir... Ah ne, ich glaube, das Feilschen bringt nur, dass man billiger Sachen bekommt. So, und dann gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Gibt es hier noch mehr von diesen hungrigen Wölfen? Hier haben wir noch einen Schrein. Oh, Schwerter. Ein Messer, naja, gut. Da wurde wahrscheinlich erstochen, so wie es aussah, wenn das Messer da... Oder es war in seiner ehemaligen Tasche. Hier mal ein Belia-Schrein, genauso wie Innos-Schreine. Belia. Gibt es natürlich auch Belia-Schreine, aber gut.
die kümmern wir uns später mal, wenn wir Magieweg wählen sollten. So, gibt es hier noch irgendwo Wölfe? Hier in der Nähe der Stadt. Oh, da ist noch ein Wolfsfell auf jeden Fall. Kann man ja auch verkaufen, ne? Und wen haben wir denn da? Na, wer bist du denn? Harek, na, dich haben wir doch gesucht, mein Freund. Was? Wie? Was willst du? Geh weg. Was treibst du dich hier herum? Hey Mann, bleib ruhig. Ich suche nur ein paar Pflanzen. Pflanzen also? Hast du was Feines da? Klar, ich habe ein paar Heilkräuter. Du hast nicht zufällig ein Stück gebratenes Fleisch dabei, oder? Doch, habe ich hier. Klar, hier, nimm. Super, danke Mann. Hier sind die Heilpflanzen. Wir würden ein gutes Team abgeben, du und ich. Nun gut. Ja gut, fragen wir ihn erstmal so ein bisschen. Tun wir mal so, als ob wir mitspielen. Wir wissen ja, was er hier macht. Wie kann ich hier Pflanzen finden? Ach, das ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Beispiel? An den Berghängen. Wenn man ganz viel Glück hat, findet man manchmal sogar ein ganzes Feld von Pflanzen. Na gut, rücken wir mal mit der Wahrheit raus. Du siehst nicht aus wie ein Kräutersammler. Schon gut, Mann, du hast recht. Ich bin Sklave. Ich hab's aus Kapdun rausgeschafft. Du hast mich gefunden. Aber kein Grund, irgendwas zu überstürzen. Ich bringe dich jetzt wieder zu deinem Besitzer, Gamal. Ach, scheiße, ey, Mann, bleib ganz ruhig. Ich bin nicht auf Ärger aus. Lass uns reden. Na gut. Dann erzähl mal, mein Freund. Was hast du mir zu sagen? Ich komme aus dem Nest hier und es gibt bestimmt einiges, womit ich dir helfen kann. Also, willst du die paar lumpigen Goldstücke für meinen Kopf oder hilfst du mir, hier wegzukommen? Ja, gut. Achso, erstmal gefragt, wo er denn überhaupt hin will. Ich meine, wenn wir ihn jetzt bis ans andere Ende der Welt bringen, sollten wir natürlich auch scheiße. Wo willst du denn hin? Bring mich nur am Dorf vorbei, zum Jäger Jens. Ich werde mich bei ihm eine Weile verstecken und kann mal wieder was Anständiges essen. Eine Hand wäscht die andere. Ich mag ein Hasenfuß sein, aber ich bin recht wendig und agil. Wenn du mir hilfst, kann ich dir vielleicht etwas von meinen Fähigkeiten zeigen. Nun gut. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir helfen Harek, zum Jäger Jens zu kommen und damit von seinem Sklavenhändler zu entkommen. Oder wir bringen ihn zu seinem Sklavenhändler oder zu dem Sklavenhändler Gamal und streichen die Belohnung ein. Und ich würde sagen, was wir von den beiden Optionen wählen, das dürft ihr entscheiden. Also, wollen wir Harek zu Gamal bringen und die Belohnung einkassieren, oder wollen wir Harek zu Jens bringen und dort kann er uns dann eventuell etwas Interessantes beibringen. Die Entscheidung liegt bei euch und ich würde sagen, wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.